Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben uns im letzten Part auf hier in Richtung dieses Baumes da hinten begeben. Dort soll sich nämlich das nächste Stück der Rüstung der Königin Gottheit befinden. Und da wollen wir doch mal gucken. Die Jungs hier unter uns sind auch schon ein bisschen aufgeregt. Die haben gemerkt, da ist irgendjemand. Und was nehmen wir denn da mal? Nehmen wir doch einfach diese Waffe. Wir wollen ja nicht gleich die stärksten Waffen für so Dödelgegner wie die hier auch brauchen. Okay, es ist ein Weißer, so viel zu dem Thema. Dödelgegner, ne? Dann hast du hier so einen Weißen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber der kommt gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Der wird einfach nur hier auf dem Boden hin und her geballert, bis er stirbt. Was war das denn für ein Kampf? Ja, oh, ich liege hier einfach rum und lass mich komplett rasieren. Ist aber in Ordnung. Es darf auch mal einfach sein, nicht wahr? So, wo ist jetzt dieser Baum? Orientierung vom Feinsten. Da ist er. Da ist der Baum. Mal gucken, was da los ist. Ich könnte mir vorstellen, dass unser Kollege mit dem Schild hier irgendwo ist, ne? Weil wenn man irgendwo Werbung mit so einem Schild für Dummsler machen muss, dann wäre doch hier jetzt perfekt. Ich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen als hier. Oh, die Klinge zerbricht gleich. Aber nicht lange gehalten. Naja. Von dem Gebäude ist auch nicht mehr viel über. Die letzten bisschen Reste hier. Jo, dann mal rüber da, ne? Gucken wir mal, was da ist. Ja, Tausendbaum. Oh! Okay. Oh oh. Höhle am Jahrtausendbaum. Hat ein bisschen was hier so von Elden Ring, ne? Nur nicht ganz so groß. Und nicht ganz so gefährlich. Sagt er. Moin, Kollege. Oh nein. Wunderbar, das ging doch schon mal ganz gut. Direkt was rausgeklötert hat. Dann einmal bitte hier diese Donnerblume einsammeln. Wenn es irgendwie geht, ich hätte die ganz gerne. Dankeschön. Und dann gucken wir mal, was in dieser Kiste drin ist. Ich bin jetzt einfach ein Schild oder so. Naja, ein Steinsalz. Falls wir uns mal eine Ziege organisieren oder so, dann kann die daran rumlecken. Ist doch schön. So, dann gehen wir jetzt erstmal da lang. Da ist Gemüse davor. Ihr wisst, was das bedeutet. Dahinter muss ich etwas verbergen. Sonst wäre da nicht so Gemüse davor. Ein eindeutiges Zeichen. So, ich sehe jetzt aber so nichts. Außer halt diesen Fisch hier. Leuchthöhlenfisch. Vielleicht war das ein besonderer Fisch. Sonst habe ich jetzt hier tatsächlich nicht mal so einen... Ah, warte mal. Doch, doch. Haha. Lass dich nicht verarschen, Fuchs. Kann man hochklettern und dann ist da noch was. Ja, ja, ja. Wir gehen dann mal eben hoch. So viel Zeit muss sein, meine Lieben. Aber ich glaube, das sind die Ranken, wo man gerade schon mal war, oder? Was denn jetzt? Hier, irgendwas bedeuten diese Dinger. Haben die nicht auf Schätze oder sowas hingewiesen? Diese Teile da. Da wurde mir schon mal mitgeteilt, dass das was bedeutet, wenn man die sieht. Die deuten immer auf irgendwas hin. So, gehen wir einfach mal. Guck mal, das ist der nächste. Ja, ja, komm, wir folgen dem mal. Sind das vielleicht diese grimmigen Gottheit-Dinger? Sagen die mir vielleicht, hier musst du lang, Bruder. Da findest du gleich was Tolles. Könnte ich mir vorstellen. Ich als Profi-Gamer weiß das natürlich komplett gar nicht. So, erstmal gucken. Da zimmern wir doch eh mal drauf. Doink.
So, hier hat doch gerade noch eins weiter nach oben gezeigt. Ja, der zeigt noch weiter nach oben ja dann. Ne, würde ich sagen, dann, ja, wollen wir uns jetzt mal nicht widersetzen. Ne? Da gehen wir natürlich, da gehen wir mit. So. Das sieht wertvoll aus hier, guck mal. Ich glaube, das ist das tatsächlich sogar. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Ja, ich glaube, wir sind hier richtig. Diddle-diddle-ding. Grimmige Gottheit Stiefel. Stiefel eines Helden aus einer Welt, die von einem herabstürzenden Mond bedroht wurde. Sie erfüllen den Träger mit der Kraft eines Gottes. Nice. Ramdas Schatz, grimmige Gottheit. Wunderbar. Jetzt brauchen wir noch den Kopfschutz. Aber bevor wir da hingehen, gucken wir uns natürlich den Rest der Höhle hier noch an. Weil zum einen ist es eine Höhle, das bedeutet, hier wird wieder so ein Vieh drin sein. Das ist so ein Miagio, ihr wisst schon, so ein Ding gibt, ne? Wir waren hier ja noch nicht fertig. Da ist er auch schon. Hat er es überlebt? Wie, der lebt noch? Okay. Das ist aber neu, dass der mal nicht direkt one-hittet, ne? Just saying, sonst sind wir doch immer... Na gut, vielleicht treffe ich sonst immer den Kopf. Vielleicht war es das erste Mal, dass ich nicht direkt den Kopf getroffen habe. Das kann natürlich sein, ne? So, da sehen wir auf jeden Fall noch irgendwie was. So, gehen wir nochmal eben kurz mal hin. Ich hoffe, ich kann so weit schwimmen, ohne zu sterben. Okay. Ja, da sind wir doch mal mutig und gucken mal, wo uns das hinführt, oder? Das ist ja nicht grundlos hier, da kannst du davon ausgehen. Da kommen wir doch bestimmt jetzt irgendwo raus. Ja, oder auch nicht, ne? War nicht so spektakulär. Aber gut. Damit hätten wir das. Und dann fehlt uns jetzt noch die Kopfbedeckung. Kann ich erstmal das hier wegmachen? Und die Kopfbedeckung, die finden wir ganz hier hinten. Da ist jetzt die Frage, wie wir da am besten hingehen. Ich würde sagen, wir gehen von dem Schrein, wenn der oben ist, und gehen dann einfach dahin hinab. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Dann können wir da reingleiten. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Vielleicht unterschätze ich oder... verschätze ich mich gerade ein bisschen mit den Distanzen. Das werden wir dann gleich sehen. Aber ich denke, das sollte passen. Und dann pimpen wir die eben noch hoch, diese Rüstung. Man kriegt wohl auch noch ein Schwert. Das können wir uns, glaube ich, auch noch mal gleich nochmal holen. Man kann sich da dann auch noch ein nices Schwert organisieren. Wie ruft man eigentlich sein Pferd? Achso. Ist natürlich nur leider viel zu weit weg. Aber, ja. Ich habe gerade so drüber nachgedacht. Wieso laufe ich eigentlich die ganze Zeit? Aber ja, mein Pferd ist ja sonst irgendwo. Wir waren ja sehr lange auch nicht draußen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Nee, Leute, komm. Ich habe jetzt keinen Bock auf euch. Ich will hier nur weg. Deswegen, ihr könnt jetzt mal einfach mal echt mal chillen. Die immer gleich nerven müssen, die Boys und Girls da, ne? Ist auch schon der nächste Dödel. Bin ich hier richtig? Was ist denn das hier? Ja. Wir müssen da drauf. Okay. Das ist sehr hoch. Ich hoffe, wir können da noch hochklettern. Ich habe nämlich, glaube ich, all meine Ausdauermedizin gerade aufgebraucht. Oder beziehungsweise verkauft. Oh, das ist sehr hoch. Ich glaube, das wird nichts. Vielleicht kann man da oben stehen. Das sieht aus, als könnte man da stehen. Ja, da kann man stehen. Oh, nice. Kurz aufladen. Und weiter. Ich glaube nämlich, wir müssen wirklich ganz nach oben. Ja. Holy shit. Da musst du auch erstmal drauf kommen. Höhle am Totenkopfteich. Ja.
Okay, nicht sterben hier. Ja, da seht ihr auch schon. Alles klar. Hey, moin. Was geht? Zack. Ja. Zack. Okay, hier sehen wir wieder diese Speere. Das bedeutet, wir sind auf die richtigem Kurs. Das ist doch schon mal gut. Dann weiter. Tiefer in die Höhle hinein. Ja, moin. So. Okay, kann man hier irgendwo... Oh ja, da kann man hoch. Alles klar. Okay, nochmal her. Und Explosion! Okay, wir brauchen noch mehr Explosionen. Hier brennt es auch irgendwie, auch nicht schlecht. Mir war eh ein bisschen kalt, weißt du? Und Sauerstoff in so einer Höhle, wer braucht das schon? Junge, was ist denn hier los? Kommen wir alle her. Ja, ja, ja. Geräusche doch. Haben wir das dann? Danke. Oh oh. Mich jetzt ja nicht so ab, ne? Wo kommt jetzt hier das Vieh her? Ach da. Hallo. Guten Tag. Oh oh. Ich wollte ihr Auge treffen. Höhle am Totenkopfteil. Ein bisschen geht noch. Jetzt weg. Los. Lol. Das Auge ist hinüber, oder? Zack. Und rauf da. Dommel, hätten wir den auch hinüber, ne? Die helle Bade sammle ich mal ein, weil, ihr wisst ja, gelegentlich bin ich ja doch mal ein großer Fan von Fernkampf. Fernkampf, ihr wisst schon, auf Distanz kämpfen. Also so mit so einer Lanze. Ich finde das halt, dann, man kann sich ein bisschen Distanz zu seinem Gegner verschaffen. Und das finde ich oft sehr angenehm. Tatsächlich. Und hier ein Krok drin oder was? Nee. Da müssen wir gleich hoch. Aber vorher gucken wir, was sich hinter diesem blauen Stuff hier befindet. Okay. Ein Saphir. Gut, dann klettern wir da mal hoch. Und da dürfte das nächste Rüstungsset-Teil sein. Den nehmen wir gerne auch noch mit. Ja, das sieht gut aus, Leute. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wunderbar. Ramadans Schatz, grimmige Gottheit. Mach mal eben auf. Das Tagebuch. Also wir können einmal das jetzt alles anlegen. Zack. Zack. Grimmige Gott in Mütze. Wo sind denn die Beinschützer? Beine? Da. Sieht ja schon ein bisschen creepy aus, ne? Na gut. Bevor wir jetzt abhauen, eben nochmal geschaut. Wir sind ja immerhin in einer Höhle. Und in Höhlen ist ja eigentlich mal das Vieh. Ist hier aber gerade nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mit dieser Rüstung nochmal wieder zurück in die Höhle, in der alles begann.
deswegen habe ich es nicht gesehen. Oh, Junge. Entspannt. Oh, die Framerate sagt so richtig, leck mich am Arsch. Ich treff ihn nicht. Jetzt aber. Meine Güte. So, Dankeschön. Es geht ihm gut. Es geht ihm gut. So. Was war denn dann noch? Okay, nur so eine Leuchtpflanzen. Gut, dann gehen wir einmal da um die Ecke noch rum. Da ist noch ein bisschen Zeug zum Abernten. Und dann müssen wir jetzt noch einmal in die Höhle, wo diese Quest begann. Ihr erinnert euch noch, das war die mit den ganz vielen Kisten. Wo wir mit dem Hund rein mussten, der dann geschnüffelt hat, welche Kiste die richtige ist. Da müssen wir jetzt nochmal wieder hin. Und dafür wäre es doch nice, wenn wir jetzt mal hier in unser Tagebuch gehen könnten und dann dahin. Ups. So, hat er auf der Karte markiert, netter Junge. Hier war das, ne? Ja, warte mal. Hab ich noch irgendwo eine Markierung aktiv? Sieht nicht so aus. Dann mache ich mir jetzt hier mal noch eine wieder an. Und dann gehen wir am besten von... Ne, warte mal. Hier müssen wir hin. Das ist nämlich die Höhle. Und dann gehen wir von da aus dahin. Denn wenn wir da jetzt reingehen mit dieser Rüstung, dann sollte das noch eine Belohnung geben. Und da kriegen wir nämlich noch ein weiteres Ding, was dieses Outfit ergänzt. Leider nur temporär. Wird nicht unendlich haltbar sein. So. Wir checken das mal. Wir haben nichts zu verlieren, meine Lieben. Da sind die beiden Nasen. Erzählt ihr eigentlich noch irgendwas? Nö, ne? Ich gehe mal eben rein. Ihr kommt dann wieder. So. Frage ist, wo man jetzt hin muss. Wird sich schon zeigen. Oh. Oh. Hat schon gereicht. Einfach reingehen. Ich hab schon gemerkt, du hast das richtige Outfit an. Du darfst in den Club. Ja. Wir dürfen rein. Wir dürfen rein. Hey, komm her. Komm's. Was ist das? O Finder meines Schatzes, lies meine Worte, diese Flammenhose ist nur eine meiner verborgenen Kleinode. Weitere erlesene Stücke habe ich an geheimnisvollen Orten allenthalb in Hyrule versteckt. Als Lohn für deinen Spürsinn erhalte nun diesen Hinweis aufs nächste Stück. Grimmige Gottheit, klinge mit Namen. Kehre in Gestalt der grimmigen Gottheit hierher zurück, damit das gelingen kann, musst du drei Orte aufsuchen. Die Schlafkammer auf der Roten Zitadelle in Akala sowie das des Totenschädels linkes Auge. Ah! Und auch der uralte Baumstumpf auf der Ebene von Hyrule. Stand da ja alles drin. Da stand da ja alles drin. Hätte ich gar nicht googeln müssen. Hätte man einfach nur mal gelesen, ne? Naja. Was sagt er jetzt hier? Du hast also mein Rätsel gelöst und diesen Ort gefunden. Hervorragend. Zur Belohnung sei diese grimmige Gottheitklinge dein. Jetzt kriegen wir nämlich noch die passende Klinge. Hatten wir eh schon mal. Das ist, glaube ich, dieses komische weiße, geschwungene... Ding da, genau, da. Und damit, wenn wir die jetzt noch ausrüsten, ist das Set komplett. Schön, oder? So hübsch ist es jetzt wirklich nicht. Also, auch die Augen sind halt so mega creepy, ey. Aber egal, wir sprechen jetzt die Dudes da eben vor der Höhle nochmal damit an. Dann pimpe ich die noch hoch, so gut es geht. Einfach nur, weil ich sie jetzt die ganze Zeit haben wollte. Schön finde ich sie aber nicht. Ich laufe ja mal am liebsten mit den Orni-Klamotten rum, weil ich ja selber... Ich wäre ja Orni im Herzen, sagen wir mal. Ne? Ist ja so. Ist ja so. Der Hahn kräht, aber egal. Wir haben noch genug Zeit, eben mit den Leuten einmal kurz zu reden. Oh. Domiduck, das ist dieser Kerl wieder. Oh. Was? Was? Wir haben dir schon alles gesagt, was wir an den alten Manuskripten... Oder hast du alles wieder vergessen? Dann hör doch mal genau zu. Das hatten wir ja schon.
Okay, nee, alles gut. Dankeschön, hau rein. Meine Lieben, dann machen wir doch mal hier an dieser Stelle einen kleinen, muggeligen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch eine Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gern unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, neue Features beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.